Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, in der letzten Folge haben wir gesagt, ja, wir wollen ins Outback und ich habe mir gedacht, wir müssen auf dem schnellsten Wege dahin. Und da haben wir doch ein ganz gutes Geschoss in der Garage stehen, ja, den Königsegg One-to-One. Und genau mit diesem geilen, mit diesem bescheidenen Fahrzeug fahren wir jetzt dahin. Ich bin gespannt, ob dieser Express-Ride was taugt. Ja. So, wir setzen die Route nochmal neu dahin. Und ja, wir haben hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was, aber das ist ja jetzt egal. Wir wollen jetzt erstmal dieses scheiß Gelände eröffnen und dann können wir immer noch wieder da zurück und was machen. Ja, das ist ja, wir haben Zeit, wir können alles machen, alles anfangen und ja, wir haben mehr als genug zu tun. So, Route ist gesetzt. 11,4 Kilometer. So, da. Ja, immer sachte, ne? Das Ding ist aber so Killer. Uiuiuiui, das wird gleich lustig, glaube ich. Ohlalalala. An und ich melde mich, sobald diese Quasi-Neuigkeit zu einer tatsächlichen Neuigkeit wird. Nur hier auf Base Arena. Alles klar! So, ja, ihr kennt das schon, was jetzt kommt. Guck mal, ob ich es hinkriege. Okay, das ist nicht einfach. Das Ding hat wahnsinnig viel Bums anliegen. Ja, okay, es ist keine Dampfmaschine. Das ist schon mal sicher. Ohlala. Ohlala. Na gut, aber eins kann's. Das ist Gas geben. Und das machen wir jetzt auch. Jo. Da haben wir noch eine Kurve. Die fahren wir noch. Und dann gehen wir Vollgas hier. Naja, wenn der Verkehr es zulässt, ne? Da lad's. Man darf ja nicht bedenken, wir haben noch ein mega krasses Flügelwerk hier am Start. Aber wir fahren trotzdem einfach, was ist hier los? Halt! Alter! Hotel! Jo, wahrscheinlich! Das ist Serie, ne? Dran gerüttelt. Nun ja, ich will dich wirklich nicht persönlich angehen, Boss, aber das hier ist dein Festival. Du solltest schon deine eigene Löffelliste haben. Alter Latz. Krank ist das bitte. So, ich mache jetzt noch ein geiles, richtig verschwommenes Foto bei der Speed. Ich schnell, ey, das ist Serie, ja, das ist der Hammer. So, oder? Oder hier. Schönes Foto fürs Thumbnail, ja. Nimm mal gleich mit. Ja, so kann man ganz schnell ins Outback fahren, ne? Würde ich mal sagen. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. So. Wunderbar.
Ja, gut. Da machen wir mal Fotomodus verlassen. Ja, wir gehen dann aufs Gelände, ja, würde ich mal sagen. Die Ausfahrt ist ein bisschen verpasst. Kein Problem. Okay, das ist ja keine richtige Ausfahrt, würde ich es mal nennen. Rückwärtspunkt, juhu! Da wollte ich das ja machen. Machen wir das auch mal. Zack. Was haben wir denn da noch? Ihr Dreiwetter ist berühmt, sie generieren doppelt so viele Credits, wenn sie auf anderen Festivals fahren. Okay, das machen wir auch mal. Schaden kann es ja nicht. Was ist denn das? Das kann ich zwar jetzt nicht, aber Horizon Mode Team hat sich umgehen, dann ist er ein Hub. Achso, okay. Stehen sie 10 im Club liegen, okay. Okay, das wollte ich ja. Das Horizon Promo, da müssen wir ein bisschen sparen. Dann machen wir das nämlich als nächstes. Ah, okay, und wieder ein Fähigkeitspunkt verdient. Achso, das ist es schon. Ja, okay, passt. Ah, da hinten ist auch noch die Scheunenfurt. Sollen wir das gerade noch schnell machen? Ne, das machen wir dann gleich. Das. Ich kann jetzt eh nicht so schnell hier entlang dümpeln mit so einem flachen Gerät hier. Dankeschön. So, ja, hier ist wirklich gar nichts. Hier ist wirklich nichts. Dann bin ich ja gleich mal gespannt, wie das dann aussieht. Gut, mit der ersten Stufe jetzt wahrscheinlich noch nicht so krass, aber ne? Das wird schon. Platz haben wir genug. Juhu! Wildnis im Blut. Bin ja mal gespannt. Das ist das Horizon im Outback. Wir haben zwar knapp 50 Grad im Schatten, aber diese Leute haben trotzdem ihren Spaß. Was auch immer du da draußen machst, mach nur weiter so. Ja, Fans kriegen wir ja auf jeden Fall noch ein paar zusammen mittlerweile. Sehr schön, fortsetzen. Ich habe mir die Lage vom neuen Festival angeschaut. Echt spektakulär. Weißt du, was zu den Zelten und den Fahnen passen würde? Eins von diesen. Geil. Was können wir? Also Alumicraft, Class 10 Race Car haben wir zur Auswahl. Dann den Aerial Nomad. Oh, sehr geil. Und dann haben wir noch einmal den Panhall Dick Choller. Auch geiles Ding, aber ich muss ein Aerial nehmen. Ja, da gibt es gar nichts zu rütteln. Ich meine, ist zwar das billigste Fahrzeug, wenn man es sich kaufen wollen würde, aber ist mir egal. Ich kaufe mir. Ich nehme den trotzdem. Ich will den Nomad haben. Bin ein Nomade. Seins, scheiß ich drauf. Was gibt's denn für Farben? Okay, Orange-Ding, okay. Schon, das sieht schon evil knievel aus, ne? So richtig black. Gelb gibt's noch, okay. Boah, das Grün hat auch was, ne? Das hat auch was. Farben sind schon geil. Okay, das ist halt richtig Batmobil hier. Ja, also entweder das hier. Würde halt auch so zu den Federn passen von der Farbe her. Oder das Grüne. Ne, ich nehme glaube das hier. Ändern können wir sie eh immer noch. Wie wir ja lustig sind. Ne? Soll ja kein Problem sein. Ne? So. Wunderbar. Sehr schön. Joa. Hören wir erstmal rein, würde ich sagen. Oh ja, wir sitzen natürlich selbstverständlich auf der anderen Seite. So. Joa. Also wenn ich das mache, dann fahre ich automatisch raus, oder wie? Ah ja, sehr cool. Das ist auch geil. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Also man kann reinsitzen und dann sagen, hier, so, jetzt fahre ich raus. Das ist geil. I like. Wir sind gerade erst angekommen, aber die Location Scouts haben schon Sonderziele ausgemacht. Die sind ziemlich furchtlos. Ich habe ihnen nichts von den Schlangen erzählt. Oh, da gibt es ja einige Blaupausen schon für dieses Löffellisten-Ding. Hier ist nur eine. Aber hier haben wir schon gleich drei Stück zum selber machen. Ja, wenn man will. Wenn man möchte.
Soll ich das mal machen? Komm, das machen wir jetzt mal. Ich fahre da jetzt mal hin, mach mal selber eine Löffelliste. So, zack. Zeit, eine weitere Radiostation fürs Festival zu engagieren. Welcher Sound begeistert dich? Ja, dann nehmen wir jetzt mal den. Ja gut, dann haben wir eh alle, oder? Wenn ich jetzt den mache. Und den noch. Sie sagt gar nichts, ne? Ist ihr gerade egal. Epitaph Records Radio. Punk, Metal und Hardcore. Epitaph heißt es. Ah, das sind E. Okay. Dabei. Ich lasse sie gleich unterschreiben. Ja. Gut, okay. Ja, sehr geil hier, ey. Das ist jetzt erst Stufe 1. Also da geht ja noch ein bisschen was, ne? Sehr cool. Guck mal hier, die ganzen Zelte und so. Sehr geil. Aber das finde ich geil, so im Outback. Ich meine, klar, ist scheiße heiß, aber das ist so richtig geiles. Einfach weg vom Schuss, Festival. Finde ich geil. Ey, das Ding fährt ja mega geil übers Gelände. Ah, oh, das finde ich schon cool. Ja, auf geht's, würde ich sagen. Wir machen mal unsere eigene Blaupause. Ach komm, scheiß auf Straßen. Ja. Sieht schon richtig geil aus, oder? Sieht es nicht geil aus hier? Das feiere ich. Hier ist Keith Buckley für euch auf Epitaph Radio Horizon. Heute habe ich ein absolut irres Gerücht gehört. Unser Festivalchef soll beim nächsten Schaurennen gegen eine Reihe von... Nee, ihr dachtet wohl, ich würde aus dem Nähkästchen plaudern, was? Na, das mache ich natürlich nicht. Wer könnte ein Geheimnis besser bewahren als ich? Oder bessere Platten auflegen? Was soll ich für euch spielen? Ja, warte mal, ich will mal... Toll, ich sehe es gar nicht. Naja, egal. Ich mache jetzt erstmal hier Löffellisten. Das hier ist ein Löffellisten-Startpunkt. Hier kannst du dir deinen letzten Fahrertag auf Erden vorstellen und ansehen, wie andere Fahrer sich den ihren erträumen. Okay, ja, dann machen wir das mal. Machen, erstellen. Was müssen wir denn jetzt machen? Ah. Der gewünschten Löffellisten-Herausforderung fest. Okay, das ist sehr cool. Was machen wir denn da? Glitzer, Strecke festlegen. Wählen Sie ein Ziel auf der Karte und fahren Sie dorthin so schnell Sie können, um die Zielverfolgung. Andere Spieler müssen ihre Zeit erreichen oder überwinden, um die Aufgaben zu meistern. Das, okay, machen wir das. Das finde ich gut. Und jetzt können wir. Jetzt ein Ziel aus. Das ist nice. Am besten da oben hin, oder? Oben ins Nirvana, würde ich sagen, machen wir. So. Zeit, deine Herausforderung anzupassen. Das hier ist schließlich deine Löffelliste. Und selbstverständlich brauchst du einen ordentlichen Soundtrack für deinen letzten Tag. Oh cool, da kann man alles auswählen. Ja gut, was machen wir denn? Dann machen wir jetzt einfach hier The Gold Song. Ja, machen wir einfach. Ja, jetzt? Ist schon fertig. Ah, ja. Jetzt zählt's. Fahr, wie du noch nie gefahren bist. Die Punktzahl wird die Zielpunktzahl für deine Herausforderung. Und es muss auch immer dann das Fahrzeug sein, wahrscheinlich. Ja, ich fahr voll querfeldein, scheiß drauf. Einfach direkt durch. Scheiße. Das finde ich unfair. Wer hat denn den Verkehr erlaubt? Ja gut, so kann ich nicht ausweichen. So, jetzt. So, jetzt müssen wir nur da vorne die Auffahrt nicht verpassen. Weil da geht's ja dann so. Nur da so hinten rein. Oh, ganz viele Bäume. Kann man die wegholzen? Ja, kann man. Glück gehabt. Ich fahre einfach da mal mittendurch. Das war nicht so schlau. Na. Okay, man sollte da geradeaus fahren. Ja, ich gehe davon aus, dass jeder, der das da macht, auch mit dem genau selben Fahrzeug fahren muss. Mit selben Aufbau und allem, wahrscheinlich. Also anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen.
Sonst wäre es ein bisschen komisch. Dann müsste man hier nur einfach ein krasseres Auto nehmen. Dann ist es hier easy peasy. Nein, nicht überschlucken. Alter. Ey, was ist das für eine Scheiße? Wieso hebt das Auto da so ab? Achso, das sind so Felsen. Okay, jetzt hab ich gesehen, da sind so Felsen im Wasser, deswegen. Bestätige das Ziel oder fahre die Herausforderung erneut, um die Schwierigkeit zu erhöhen. Ah, die Höhle passt ja. Letztendlich ist es nur eine imaginäre Löffelliste. Ist doch scheißegal, fortsetzen. Jetzt braucht deine Herausforderung nur noch einen tollen Namen. Nicht vergessen, das wird dein Vermächtnis. Titel bearbeiten. Das nennen wir über Stock und Stein. So. Gut, oder? Machen wir. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, Löffelliste veröffentlichen. Ja, will ich. Achso, das muss ich dann jetzt an alle senden. Okay, dann machen wir mal hier an Andy, an Bitwalker. Und aber den Mäcki und den Rossberg. 10 Leute maximal. Hans hätte ich jetzt genommen, aber der ist gerade im anderen Spiel. Dann will ich den nicht ärgern. Dann machen wir jetzt mal noch. Wen machen wir denn jetzt noch? Haben wir einfach mal Tom und Viper. Schon geil. Googie, Kai noch. Marvin. Und dann machen wir noch am Schluss vielleicht den Lukas. Ja, hier, Lukas, zack, viel Spaß. In Ordnung. Sehen wir uns an, wie deine Freunde sich ihren letzten Tag am Steuer auf Erden vorstellen. Möchten Sie Ihre Löffelliste auch mal ausprobieren? Ja, ich kann meine eigene Löffelliste jetzt ausprobieren. Das machen wir mal. Jetzt probieren wir das nochmal besser hinzukriegen. Okay. Kriegen wir hin, ne? Kriegen wir hin. Rebensiert über Stock und Stein. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir das jetzt besser hinkriegen. Normal schon. Ich habe mir ja nämlich bei dem Ort da vorne habe ich ja ein bisschen verkackt. Da machen wir jetzt ein geiles Foto, würde ich sagen, oder? Weil das sieht schon geil aus hier. Durch den Busch geheizt. Berge im Hintergrund. Das sieht schon sexy. Das sieht doch mal richtig schnieke aus, das Foto, oder? Ich finde schon. So. Ja, machen wir weiter. Ja. Wir müssen ja nämlich noch die Zeit schlagen von uns selber. Oh je. So, jetzt fahren wir hier rein. Ey, das gibt's nicht. Ist das schon wieder ein Fels gewesen oder was? Okay, nur das hebt nur manchmal. Die machen nur gern mal so eine halbliebe Barrel Roll. So. Ich weiß, man kriegt, glaube ich, sogar einen Erfolg, wenn man eine erfolgreiche Barrel Roll schafft. Will ich weiß. Oh Gott, ja, okay. Ob ich jetzt da wirklich besser bin, weiß ich nicht, weil irgendwie fahre ich gerade voll die Kacke hier zusammen. So, jetzt aber. Ja, der größte Abfuck-Moment ist sowieso jetzt hier, da wo die Felsen sind. Verblendet. Alter, ich bin echt schlecht da. Wollen die mich verarschen? Ich schaffe mein eigenes Ding nicht, oder? Oder noch ganz knapp, könnte es vielleicht reichen.
Nur, wie knapp nicht? Sie konnten Rain noch nicht schlagen. Krass. Obwohl ich jetzt gedacht habe, ich hätte eine bessere Route gewählt, aber sie habe ich doch nicht. Also, okay, probieren wir es nochmal neu. Also, Schwierigkeit schwer, ja? Sag ich jetzt auch nochmal. Ihr könnt es natürlich selber auch gerne probieren, falls ihr da irgendwie drauf Zugriff habt. So, einmal probieren wir es noch. Dann machen wir natürlich noch ein bisschen weiter, logischerweise. Aber es ist cool, so eigene Herausforderungen zu machen und dann sich selber versuchen nochmal zu schlagen. Warum nicht? So. Gehen wir mal hier. Da habe ich einen Wald oder was es da ist. Ja, das geht schon hier. Ja, genau. Ein Baum. Ein einziger Baum, den man natürlich nicht mitfahren kann. Den erwische ich natürlich wieder. Okay, das war nicht so gut. Aber aufs Dach könnte ich fliegen, wenn ich jetzt nicht... Pass mal auf, das kriege ich hin. Nein! Das wäre ein geiler Move, oder? So übers Dach. Aber das geht, glaube ich, nicht. Da lassen wir es auch mal lieber. Ja, auf das Dach geht's auch nicht. Ja, sorry, ich fahr gerade ein bisschen kacke hier. So, hier lang. Dann sollten wir es nämlich easy peasy schaffen. So, komm, komm, komm. Ja, jetzt haben wir es hier. Easy geschafft, ja. So sieht's aus. Und nur den richtigen Weg finden. Ich krieg so einen Erfolg. Ja, weil ich meine eigenen Löffelisse. Erzählen Sie eigene erste Löffel und schließen Sie diese ab. Okay. Also wenn man einer stellt, dann muss man sie auch nochmal fahren, ja. So quasi. Ja, das ist ja cool. Oh ja, bitte den Musierlager. Oh, bitte. Oh, natürlich nicht. Möchten Sie diese Löwen? Hab ich doch schon. Quatsch. Hab ich doch schon gemacht. So. Ah, der steht jetzt auch da. Das ist ja geil. Ja, könnte ich da jetzt aber auch eine andere erstellen? Sicht. Ah ja, das ist jetzt meine und da könnte ich jetzt aber nochmal eine erstellen. So, okay, das ist cool. Aber der steht jetzt so lang da, solange die jetzt quasi aktiv ist. Das ist ja geil. Ja, I like. Okay, gut. Aber jetzt machen wir mal hier was anderes, ne? Wollen wir ein bisschen vorankommen. Und ich würde sagen, wir suchen uns mal die Scheune hier. Fahren wir einfach mal davor. Und dann fahren wir mal ein paar Rennen. Guck mal, let's play, du. Ey. Der ist aber fies drauf. Der Let's Play Noob hier. Der ist aber fies drauf hier. Mit seinem Alumi Craft, ja? Rammt er mich einfach, ja? So, gut, weiter. Wo ich du bist. Also was diesen Löffellistenplan angeht. Ihr meint, ich mache irgendwelche Dummheiten und stifte dann meinen Freund an, es mir nachzutun. Und er macht was Dummes und reicht die Herausforderung an mich zurück. Und so geht das ewig hin und her, als gäbe es kein Morgen. Hört sich irgendwie cool an, klar. Aber was ich gerne wissen würde, wo liegt denn da der Unterschied zu all den Tourneen, die ich schon hinter mir habe? Achso, Driftzone. Nee. Das habe ich jetzt verrafft. Aber das Ding ist eh zum Driften nicht das Beste, oder? Aber ich probiere es trotzdem mal, natürlich. Jetzt verfolgt er mich aber, der Lukas hier. Wir haben eh noch so einen Fahrer, den wir organisieren müssen, ne? Da unten war nichts. Aber hier haben wir noch einen Fahrer, den müssen wir auch noch holen.
Eine Menge zu tun noch. So, dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, das ist ja keine so richtige Triffkarre hier. Ja, jetzt gibt es nicht viel Punkte. Leute. War klar. So. So, ja. Erstmal hier hin. So, dann gucken wir mal Drohne raus und dann suchen wir mal hier unser Scheune. Das können sie schon sein da vorne. Na gut, das sind viele so Scheunendinger. Ne, das ist sie nicht. Auch nicht, auch nicht. Nee, nee, nee. Hier hin. Nicht. Hier haben wir nochmal ein Schild. Was haben wir hier Schönes stehen? Oha. Holden. Nee, das ist aber hier kein. Da ist das, aber das haben wir, glaube ich, schon angeguckt, ne? Das ist hier auch nicht. Machen wir mal weiter. Irgendwo eine Scheune versteckt ist. Der in das Festivalgelände. Da hinten ist doch was. Das könnte doch eine sein. Aber es ist ein bisschen außerhalb von dem Kreis. Aber das. Das ist auf jeden Fall eine Scheune, aber nicht diese hier. Okay, dann gucken wir mal weiter. Nicht. Hier ist auch nichts. Hier. Nee, wir finden Schilder, aber Scheune. Ja, komm, ein bisschen höher hier. Das hier könnte es doch sein, oder? Jawohl. Wunderbar. Dann fahren wir doch dann schnell mal hin. Und holen diese Scheune ab. Beziehungsweise das Auto, den Scheunenfund. Ne? So, wo ist sie jetzt? Hier. Dann machen wir mal hier bei Grant. Ne? So, da bin ich mal gespannt, was wir jetzt kriegen hier. Ich bin gerade viel zu aufgeregt. Oha. 73er Falcon XB 5,8 Liter V8 Interceptor der Main Force Patrol Benzin Selbstmordmaschine. Ja, ich muss mich kurz eine Minute beruhigen. Geiles Teil. Auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Entschuldige meinen Gefühlsausbruch. Das ist so ein Australier-Ding. Ich lasse ihn säubern und melde mich dann. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, dann machen wir mal hier. Was ist denn das? Unentdeckte Strecke. Dann machen wir einfach die jetzt mal, ne? Da wird da so eine Löffelliste, die hier steht. Von Mayu Shomir Löffelliste. Ne? Ist von jemand anderem einfach. Aber wenn da mal meine eigene, ne? Denn schon, denn schon. So, dann machen wir das mal. Schlucht Querfeld einrennen. Dann machen wir das mal. Fanrennen. Ja, machen wir das hier. Nehmen wir einfach. Wir nehmen unser Nomad. Und fahren das auf jeden Fall noch jetzt. Zum Finale dieser Folge. Tun wir das. So. Oh, ein geiles Design hier. Haifisch. Sehr cool. Rennen starten. Ja,
Ja, querfeldein heißt Straße und Offroad, so Mischmasch. Also Wege, besser gesagt. Hätte mich fast neben die Strecke gehauen. So, Komm. Komm. Oh, da wurde ich aber richtig jetzt gerade ausgebremst. So. Boah, da kostet. Oh! Da kostet die ersten. Boah, der beschlägt sich hier. Nicht ohne hier. Boah. So, da setzen wir uns aber in die Spitze. Oh, das ist ein ganz schön langes Rennen. Erstmal ein Drittel geschafft. Hier lang? Ja, da sind wir vorher schon mal lang gefahren, da haben wir schon mal ein bisschen Erfahrung. So. So, komm. Ah, das müssen wir hier lang. Ein Slalom fahren hier. Uah, das Wasser bremst gut aus, komm da raus. Zieht einen gerade rein, wie so ein Sog. So. Komm. Ja. Oh, nochmal. Ja, und da dann. Und, komm. Oh! Okay, das war nicht cool. Der Sprung war heftig, aber jetzt machen wir den einfach mal so. Ali wird es ja auch ein paar ficken von denen, oder? Ja, scheinbar nicht. Und da ist ein Felsen. War nicht zu wild scheinbar. Komm da rum. Die holen ganz schön auf da hinten. Das quält mir lieber nicht. Komm, da lang und. Oh, das ist Ziel. Komm. Der ist ganz schön dicht auf den Fersen, aber wir schaffen es trotzdem. Sehr schön. Sehr schön. Ich hatte nie Zweifel, dass du das Ding machst, Boss. Naja, easy peasy, würde ich sagen, ja. So sieht es nämlich aus. Sehr schön. So, ja, 320.000 brauchen wir, Fans, weitere, also da müssen wir nochmal uns auf jeden Fall ein bisschen ranhalten. Aber wir haben ja mehr als genug Veranstaltungen offen, die wir jetzt machen können. Und das würde ich auch sagen, da knüpfen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge an, nämlich bei den nächsten Veranstaltungen. Und deswegen sage ich jetzt an der Stelle schon mal, ich bin raus. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Veranstaltung, bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.